Im Zoo von Athen tummeln sich etwa 2000 Tiere. Hier gibt es Schimpansen, Giraffen und sogar Delfine. Doch dem Tierpark fehlt es zunehmend an Besuchern wegen der Krise in Griechenland. Der Zoo ist der einzige in Griechenland und wird vor allem von Griechen besucht. Wegen der Krise sind die Besucherzahlen in den letzten Jahren stark gesunken. Nun hat die Regierung auch noch die Mehrwertsteuer erhöht, von 13 auf 23%. Das wirkt sich auch auf die Eintrittspreise aus. Sie müssten jetzt eigentlich stark ansteigen, doch der Zoo erhöht sie nur leicht, damit überhaupt noch Besucher kommen. Die Differenz zahlt der Tierpark aus eigenen Mitteln. Doch gut gehen wird das womöglich nicht lange. Schließlich fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Die Kapitalverkehrskontrollen bei Importgeschäften machen dem Tierpark zusätzlich zu schaffen. Überweisungen müssen erst von einem Regierungsgremium abgesegnet werden und das kann dauern. Bei allem, was wir aus dem Ausland einführen, müssen wir in Vorkasse gehen. Deshalb sind wir gerade sehr sparsam mit Mehlwürmern. Viele haben wir jedenfalls nicht mehr. Das ist spezielles Futter, das wir in Frankreich für unsere Ameisenbären einkaufen. Nicht nur die Ameisenbären sind betroffen, sondern auch andere Tiere. Die Delfine zum Beispiel brauchen Hering. Die Krise in Griechenland, sie ist auch für die Tiere eine Frage von Leben und Tod.